hier bei uns in der Physiotherapiepraxis Nova Vital. Heute haben wir Stabilisationsübungen für euch, die den gesamten Körper beanspruchen, aber auch den Fokus vor allen Dingen auf den Oberkörper und den Schultergürtel setzen. Die Übungen zeigen wir euch gleich wieder vor. Dafür haben wir wieder eine einfache Variante, die normale Variante und dann diesmal noch zwei Steigerungsformen für euch vorbereitet. Wir starten im Unterarmstütz. Das heißt, ihr positioniert euch einmal so, dass die Ellenbogen genau unterm Schultergelenk liegen, also kontrolliert das auch nochmal richtig. Dann achtet ihr darauf auf die Position, dass eure Brustwirbelsäule nicht zu sehr in den Rundrücken fällt, sondern wirklich abgeflacht ist, plus der untere Rücken durch die Bauchspannung stabilisiert wird und ihr nicht durchhängt. Ebenfalls, worauf ihr noch ein bisschen achten könnt, ist die Halswirbelsäule, dass ihr ein leichtes Doppelkinn habt, damit sie in Verlängerung der gesamten Wirbelsäule ist. Die abgeschwächte Variation hiervon ist, die Knie abzulegen, so ist der Hebel nicht so lang für den Oberkörper und man kann es besser halten. Trotzdem natürlich die Form wählen, die wirklich euch fordert. Diese statische Übung 3x 30 Sekunden halten. Genau, und jetzt gehen wir in die dynamische Übung. Das heißt, wenn ihr das schon halten könnt, die statische Übung, geht ihr dann in die dynamische Übung. Bedeutet, ihr schiebt euren gesamten Körper jetzt nach vorne, genau über die Ellenbogen quasi und geht wieder zur Ausgangsposition zurück. Genau, diese Übung macht ihr dann aber bitte 3x15 Wiederholungen, so wie in allen anderen Übungen zuvor. Eine Variation jetzt nochmal davon in der Dynamik ist, ein Bein jeweils im Wechsel anheben, das dann auch 3x15 Wiederholungen. Hierbei müsst ihr jetzt nur achten beim Zählen, dass halt jedes Bein wirklich die 15 Wiederholungen hat. Das heißt, ihr habt schon ein gutes Stück zu halten dabei. Gut, wir gehen einmal in den Seitstütz. Das ist jetzt wieder die statische Übung. Das bedeutet, ihr haltet das Ganze wieder. Jetzt hier wieder darauf zu achten, dass ihr eine gut relative Diagonale im gesamten Körper bildet. Das bedeutet aber auch, dass ihr jetzt hier in der Ebene euren Po nicht zu sehr nach hinten schiebt, sondern wirklich vorne behaltet und wirklich in der Brust geöffnet seid. Kopfposition ist ebenfalls wieder so gerichtet, dass ihr einigermaßen in der Linie bleibt mit der Halswirbelsäule. Eine vereinfachte Form jetzt wäre, die Knie auch abzulegen. Genau, und hier auch wieder darauf achten, dass der Po nicht so weit nach hinten sich schiebt, sondern vorne bleibt. Das ebenfalls in der Statik 3x 30 Sekunden halten. Die dynamischen Übungen sind natürlich jetzt im langen Hebel, dass die Knie angehoben sind. Ihr achtet auf die Kriterien von vorher und geht in die Dynamik, das heißt der obere Arm genau, geht von der Decke, rotiert einmal rein, über die linke Schulter quasi. Und dreht euch wieder raus und öffnet richtig auch die Brust. Ganz genau. Sehr gut. Das macht ihr auch ebenfalls 3x15 Wiederholungen. Eine zweite Variation hiervon ist gleiche Ausgangsposition, nur dass ihr jetzt das Bein, das obere natürlich, mit anhebt. Ebenfalls 3x15 Wiederholungen. Genau. Und die Grundpunkte natürlich halten. So, das waren die Stabilisationsübungen. Wichtig ist, bitte achtet nochmal wirklich drauf, dass ihr die geforderte Variante nimmt, dass ihr euch wirklich gefordert fühlt und wirklich an eurem Limit arbeitet. Und im nächsten Video trainieren wir wieder zusammen. Eure Julia und Lisa.